Und los geht's zu unserem diesjährigen dreitägigen Wanderritt. Diesmal mit meinem Pferd Flora. Unsere Anfahrt führt uns über die Brücke in New Ross, denn diesmal reiten wir in der Grafschaft Wexford im Südosten Irlands. Wir wollen vom Haus von Tims Eltern loslegen. Nice. Die haben einen wunderschönen Garten, voll mit Blumen, Gemüse und Obst. Ganz hinten im Garten haben sie vor etlichen Jahren viele Bäume gepflanzt, die sich inzwischen zu einem kleinen Wäldchen gemausert haben. Hier finde ich eine Stelle für mich und Flora für unsere erste Nacht. Right, Flora, you ready to set off? Oh, yeah. Oh. There we go. There we are. Right, so, no. Ready to set off, I suppose. Am ersten Tag geht es los Richtung Meer und dann am Strand entlang nach Salt Mills und weiter nach Feathered. Von dort geht es dann ans Ende vom Hook Head, zurück nach Feathered und dann wollen wir uns ein Plätzchen für die Nacht suchen, irgendwo am Meer. Es ist Ebbe und wir können durch eine kleine Bachmündung reiten. Dies hier ist Bunno Bay und bei Ebbe liegen weite Sandflächen trocken. Das Watt wird aber von zwei zusammenfließenden Flüssen, dem Owen Duff und dem Corrock, durchtrennt. Man kann also nicht durch die Bucht ans andere Ufer reiten, denn in der Mitte herrscht eine gefährliche Strömung. Dieses Schiffswrack liegt hier schon seit 1987 und inzwischen nisten hier ganze Schwärme von Tauben. Wir rasten in Feathered, wo wir einen Wasserhahn finden, damit Flora trinken kann, und ich gönne mir einen Snack. No, Flora, what did you do? You went round and round and round the pole. And now you can't move anymore. Oh. Got yourself completely tangled. Oh, dear. You can't reach the water either anymore. Come on, we'll sort you out. Dann geht es weiter nach Hookhead. That's what Wexford is famous for, isn't it? Wexford strawberries, loads of them. Horses crossing, okay, Flora, better watch out. Und hier ist auch schon der berühmte Leuchtturm. Wir halten uns lieber von dem überfüllten Parkplatz fern und rasten weiter weg an einer stillen Stelle an den Klippen. I don't know whether that's true, but that is Ireland's most haunted house, Loftus Hall. Die Böden in Wexford sind sehr fruchtbar, die Äcker weit und eben und das Klima verglichen mit anderen Teilen Irlands gut. Daher wird hier jedes Stückchen Land bewirtschaftet. Diese Futtertröge sind mal praktisch. Solche hätte ich auch gern zu Hause. Dann würden meine Tiere ihre nicht immer im Schlamm umwerfen. Es gab hier mal viele, viele Reetdächer. Inzwischen sind diese eher eine Seltenheit. Oh no, Flora. Look. Gate is locked. Endlich finden wir ein Plätzchen für die Nacht. Wir waren heute 9 Stunden unterwegs. Mit Pausen, aber haben unsere geplanten 35 Kilometer gut geschafft. We'll try and stay in this field. What do you think? Doesn't look too bad. Oh, please, Kelly Kettle. Will you just stay on? Ich merke, dass der Brennstoff, den ich mitgenommen habe, leicht feucht ist. Instant soup, but only with boiling water. Aromatic spiced curry. Let me guess. Bring to the boil.
Und es dauert eine ganze Weile, bis ich das Feuer anbekomme und mir was kochen kann, während Flora schon zufrieden in ihrem Auslauf Gras frisst. Und dann ist auch schon der erste Tag vorbei und Flora und ich sind froh um einen so schönen, ruhigen Rastplatz. Morning, Flora. Hiya. Cup of tea. Took me another, I don't know, hours to light the Kelly kettle. I think next time I'll bring drier firewood. Ooh, but I managed to make myself some porridge. There we go. Morning, cow. Want some porridge too? No, you'll be better off with grass. Nach dem Frühstück brauche ich eine Stunde, bis wieder alles gepackt ist. Ich gebe darauf Acht, dass beide Satteltaschen ungefähr gleich schwer sind und alles fest und im Gleichgewicht auf Floras Rücken sitzt. I don't think you stand absolutely straight. No, not now anyway. Alrighty, we set off then. Und weiter geht's. Schaut es euch im nächsten Film an.